Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir es auch endlich geschafft und in der Schlacht von Portcaster haben wir Fulke besiegt und auch Sigurd wieder gerettet. Basim hat ihn dann auch gleich zurück nach Revnathorp gebracht und ja, wir hätten eigentlich hier in Portcaster noch ein paar Aufgaben offen. Also in Portcaster selbst gibt es hier noch Schätze und hier drüben noch ein Kloster, eine Quest und ein paar andere Dinge auf dem Weg hier dann rüber nach Winchester. Aber ganz ehrlich, wir haben so lange darauf gewartet. Sigurd ist endlich wieder sicher in Hrefnatorp und deswegen würde ich auch so schnell wie möglich aufbrechen und erstmal mit ihm sprechen, weil ich auch neugierig bin, was er zu sagen hat. Und dann würde ich sagen, einfach wenn wir hier mal ein bisschen weiter westlich nach Hamtungshire reisen, dann werden wir auch die unteren Sachen hier noch alle mitnehmen. Allerdings, was wir schon mal machen können, ist, dass wir die 8 Fertigkeitspunkte verteilen, die wir bereits haben. Und der Patch hat auch wieder neue Skills ins Spiel gebracht, wie es aussieht. Das ist ja schön. So langsam kommen wir dem hinterher. Schauen wir doch mal, was das für welche sind. Tiefer Groll, du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du das nächste Mal mit deiner Nebenhand parierst oder einen Spezialangriff ausführst. Dieser Effekt lädt sich nach einigen Sekunden wieder auf. Okay, spannend. Dann werden wir ein bisschen zäher, wenn wir parieren. Auge des Nordens. Hey, ist das ein Guild Wars Easter Egg? Du zuckst nicht, wenn du getroffen wirst, während du mit deinem Bogen zielst. Dieser Effekt lädt sich nach einigen Sekunden wieder auf. Ach, alles, was uns ein bisschen robuster macht, das finde ich schön. Dann hier oben wahrscheinlich auch, oder? Kalte Wut. Du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du eine Folge gewöhnlicher Nahkampfangriffe ausführst. Dieser Effekt lädt sich nach einigen Sekunden wieder auf. Oh, da wir das eh ständig machen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Was ist das? Großschwert? Beherrschung? Oh. Sehr cool. Und dann würde ich sagen, ja, verteilen wir noch hier weiter unsere Punkte. Und dann sehen wir uns gleich oben zurück in Refnatorp. Da sind wir auch schon wieder. Schön auch in der Abendsonne. Dann schauen wir mal, was Sigurd zu sagen hat. Oh, es haben sich auch alle versammelt. Das ist schön. Ja, Sigurd, zurück an deinen Platz. Wie hab ich dich vermisst, Bruder? Mich vermisst, ja. Das glaube ich gern. Was? Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. War das der Grund? Hat es dir gefallen auf meinem Thron? Ich tat, worum du gebeten hast. Und alle Zweifler hast du getötet. So ist es nicht gewesen. Randvi, sie wird es dir sagen. Ah ja, wird sie? Meine liebe Frau. Ein Geschenk ihres Clans, um meinen Ehrgeiz zu zügeln. Ja, sie wird mir ganz sicher die Wahrheit sagen. Was hat dir die Drohde Fulke angetan? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gesehen habe und erfahren. Ein Kind der Götter, das bin ich! Herr des Krieges! Ein römischer Mars! Ich weiß, wer ich bin, kenne mein Schicksal! Du stehst mir nicht mehr im Weg! Bruder. Vergib mir. Ich bin müde. Der Tag war lang und es ist viel geschehen. Ich muss raus hier. So ist er schon seit seiner Rückkehr. Kannst du mit ihm sprechen? Ihn beruhigen?
Ich versuch's. Hört nur, hört! Frohlocket, ein jeder von euch. Heute ist ein Tag zum Feiern. Unser Jarl ist zurück. Lasst uns heute Nacht trinken und essen, um seine Rückkehr gebührend zu ehren. Und nun werde ich euch mit einem Ring... Und mit dem Ringel! Bassi, gesellst du dich zu uns? Ich werde sicher bald feiern. Doch heute Nacht fühle ich Schwermut. Ich möchte lieber hier allein meinen Gedanken nachhängen. Ich verstehe. Nimm dir Sigurds Stimmung nicht zu Herzen. Er sprach voller Wärme von dir auf unserer Reise. Er vertraut dir noch immer viel mehr, als er auszudrücken vermag. Wir vertrauen einander. Ich weiß. Genieße das Fest, Eivor. Das klang gerade aber nicht wie voller Wärme. Nein, dafür sind wo ist Sigurd hin? Sigurd. Strecke deine Flügel, Sühnen. Wo bist du, Bruder? Dort hinten. Oh Gott. Sicher beim Grab von Duck oder so. Ah. Hallo, Schweinchen. Hallo, Katze. Oh, das war ja... ganz unangenehm. Ich dachte, das war gerade der weiße Hirsch, aber der hat nur durch die Odinsicht so geleuchtet. Ja. Zum Friedhof. Seine Stimmung ist düster. Da bist du ja, Bruder. Was machst du hier draußen? Ich habe dich gesucht. Sigurd. Dag starb im Kampf um meine Ehre? Das dachte er. Dann war er ein Narr. Meine Ehre muss nicht verteidigt werden. Sie ist unerschütterlich und ungetrübt. Ich bot ihm einen Ausweg an. Lass die Vergangenheit ruhen. Zwischen damals und heute liegt ein Graben so tief wie der Tod. Ich wurde geprüft, Eivor, in einem Schmelztiegel aus Blut und Feuer. Und in meinem Schmerz wurde ich neugeboren. Du denkst, ich sei nicht mehr so groß wie zuvor, doch das stimmt nicht. Ich bin noch größer. Mein Geist ist eine Quelle der Vorhersagungen. Visionen, die mir zeigen, wer ich bin. Allein dafür bin ich für all mein Leid dankbar. Sigurd, ich möchte es verstehen. Aber all das, was du sagst, ergibt wenig Sinn. Basim sah all das in mir. So wie auch Fulke. Sie war grausam, aber sie hat die Wahrheit gesagt. Ich bin mehr als der Mann, der ich war. Mehr als die gebrochene Gestalt, die vor dir steht. Sieh genauer hin, Eivor. Sieh mich an. Sieh selbst, was sie in mir gefunden haben. Siehst du es? Meine wahre Größe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sieh, das ist das Gesicht eines Gottes. Ich sehe nur meinen Bruder und ältesten Freund, der wieder dort ist, wo er geliebt und verehrt wird. Da, wo er hingehört. Du bist gütig. Doch dein Blick wird von einer Vergangenheit getrübt, die ich nicht länger sehe. Unsere Wege haben sich getrennt. Geh. Ich möchte allein sein. Geh zurück zu meinem Fest und betrinke dich. Feiere für mich die Tage, die uns erwarten.
Ah, ein neuer Brief. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Machen wir. Erstmal lesen wir, wer geschrieben hat. Bischof Deorlaf. Nachricht vom Alderman Schrobeschiers. Eivor, die Lage in Schrobeschier hat sich beruhigt. Ich kann kaum glauben, wie viel Krieg und Trauer wir durchlebt haben. Solltest du dich im Schier wiederfinden, komm doch auf einen Besuch vorbei. Dein Freund, Bischof Deorlaf. Schön. Aber da war noch ein Brief, oder? Anscheinend nicht. Dann auf zur Randvi. Wobei ich wirklich gerne noch mit Sigurd sprechen möchte. Schön, dich zu sehen. Basim? Was geschah gestern? Du und Sigurd seid während des Festmahls verschwunden. Und bei unserer Rückkehr ging er gleich in unsere Stube, ohne ein Wort. Wir haben geredet. Ich hatte so viele Fragen und er nur wenige Antworten. Ich wünschte, ich könnte mehr sagen. Sigurd will mir die Schuld an jedem Unglück geben, das ihm widerfuhr. Doch seine Rettung rechnet er mir nicht an. Ich verstehe es nicht. Und doch spricht er mit dir. Mich bedenkt er mit eisernem Schweigen. Also, was nun? Das ist für Sutzexe. Wir brannten es nieder, um meinen Mann zu retten. Doch ist er kaum noch der Mann, nach dem wir suchten. Wohl wahr. Tja, und jetzt sprechen wir nochmal mit Basim. Basim, hast du in letzter Zeit mit Sigurd geredet? Wir sprechen hin und wieder. Warum? Ist dir eine Veränderung an ihm aufgefallen? Ein Verlust an Lebensfreude oder Gefühl? Er erscheint mir gedankenverlorener, in sich gekehrt. Gedankenverloren? Das ist eher untertrieben. Er spricht gerade so, als ob ihm die Götter ins Ohr flüstern würden. Wir leben in seltsamen Zeiten, Eivor. Unter seltsamen Leuten. Sigurd mag zu den Gesegneten gehören, aber wir können es nicht sicher sagen. Allerdings. Das gefällt mir alles nicht. Wie kriegen wir das wieder in den Griff? Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Na gut, okay. Es sind doch noch so viele Gebiete. Also ist Eastsexe das nächste, mit einer Stärke von 160. Dann hier drüben 220. Ne, da ist auch noch 160, okay. Was ist mit Eastsexe? Wir haben einen Ruf vom Aldermann Kollenkästers erhalten. In einer Angelegenheit von größter Verschwiegenheit wurde nach dir persönlich gefragt. Sehr geheimnisvoll. Und wer ist dieser Aldermann? Ein untergebener König Elfreds? Meinen Spähern zufolge ist er ein Mann, dem es eher um seinen Genuss als die Sicherheit seines Volkes geht. Geh mit Bedacht vor. Ich breche es sofort auf. Ein Bündnis in Eastsexe wäre höchst wertvoll, aber sei vorsichtig. Okay, vielleicht kriegen wir dadurch irgendwie den Kopf frei. Ich werde aber zuvor nochmal kurz schauen, was hier so in Hrefnotop alles los ist. Genau, ob die anderen was zu Sigurd sagen, und dann werden wir auch nochmal Gunnar besuchen. Petra. Eivor, wie geht es dir? Ach so. Nein, alles gut, Petra. Ich muss gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was kann... Beeindruckend. Das habe ich noch nie gesehen. Dankeschön. Petras Bogen haben wir bekommen als Belohnung. Okay, sehr schön. Ja, wir haben schon viel hier erlegt, außer den schwarzen Skooker, der wartet noch auf uns. Und dann gibt es noch
insgesamt 4 Tiere, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ich habe etwas Neues für dich. Mhm. Zeigst du mir deine Waren? Ja, doch, die haben wir schon alle besiegt. Sonst nichts? Alles gut. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Schauen wir nochmal, was wir mit dem Bogen eigentlich anstellen können. Das ist ein überlegener Raubtierbogen. Der ist auch stärker als der Bogen, den wir jetzt schon haben. Und bei fast voller Gesundheit wird kritischer Schaden erhöht. Gut, was heißt fast volle Gesundheit? Aber definitiv ein richtig schöner Bogen. Und dann gehen wir nochmal zu Gunnar, bevor wir uns ins nächste Gebiet aufwagen. Du bist nicht Gunnar. Hallo, soll ich dir etwas schmieden? Guten Tag. Ist Gunnar nur kurz weg oder verreist und hat das nicht erwähnt? Ich bin Rima. Gunnar ist ein Freund von mir. Er bat mich, sein Geschäft zu führen, während er fort ist. Schön, dich kennenzulernen. Es ist seltsam, Gunnar nicht in seiner Schmiede zu sehen. Also, soweit ich weiß, hat er einen triftigen und schönen Grund für seine Abwesenheit. Und somit bin ich hier. Wenn Gunnar dir vertraut, werde ich das auch. Dann hast du wohl einen guten Geschmack. Sieh dir an, was ich hier habe. Aha, sehr spannend. Was kannst du mir heute anbieten? Ist das vielleicht auch schon irgendwie eine Sidequest? Oh, wir können auch unsere Rüstung verbessern. Das sollten wir vielleicht auch schon tun. Weil so langsam, finde ich, kriegen wir auch sehr viel Schaden von starken Angriffen in den Gebieten. Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Ich möchte auch mal ein bisschen durchwechseln. Die Dolche, die lachen mich irgendwie an. Vielleicht sollten wir das mal probieren. Das ist auf jeden Fall eine coole Kombination. Jeder kritische Treffer stellt ein wenig Gesundheit wieder her und kritische Chance wird nach einer Tötung erhöht. Das heißt, je mehr wir besiegen, desto höher die Chance und dann können wir uns auch im Kampf noch gut hochheilen. Probieren wir das mal. Also ich würde einmal die Ausrüstung verbessern von der Qualität her. Leider verändert sie sich nicht mehr vom Aussehen, aber immerhin, wir können da ein bisschen mehr reinpacken an Slots für die Rüstung. Oh, und einen neuen Runenplatz gibt es auch noch. Außerdem haben wir ganz viele von den Kupfernickelbarren. Das heißt, wir haben uns das auch definitiv verdient. Und jetzt ist unsere Ausrüstung makellos. Sehr schön. Vielleicht die Dolche noch. Wobei das eher wie so ein kleines Messer aussieht. Und was haben wir hier noch? Den anderen. Der verändert sein Aussehen auch nicht. Okay. Fertig. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis bald. Gut, dann fülle ich nochmal die Werte auf. Denn Materialien haben wir mehr als genug. Oh, das ist schon ganz aufgewertet. Das auch. Aha. Ja, und jetzt haben wir schon eine richtig feine Ausrüstung. Ich hoffe mal, dass die 2 Dolche effektiv sind. Oh, stimmt. Mit Heitam sollten wir auch noch sprechen. Ja, ein bisschen organisatorisches haben wir dann doch hier noch zu erledigen. Aber gerade die Sachen, die wir gefunden haben, interessieren ihn vielleicht. Hallo? Hallo? Das war's nicht, du Heitam, oder?
Ich bin dankbar, dass Basim zurück ist. Es gibt noch so vieles, das ich von ihm lernen möchte. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht so viel Ärger deswegen. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Sehr gut. Doch gibt es noch mehr zu tun. Mhm. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Sehr schön. Eine neue Fähigkeit. Und was war das für eine? Da ist ein Upgrade, da sind zwei neue Fähigkeiten. Huch, auf beiden. Sengender Fernangriff. Zünde die Spitze deines Pfeils an. Alles, was du damit triffst, fängt Feuer. Zünde die Nahkampfwaffe in deiner rechten Hand an. Gegner, die Feuer fangen, erleiden mit der Zeit zusätzlichen Schaden. Ja, cool, dann können wir das mit dem Gift gleich auswechseln und unsere Waffen jetzt doch anzünden. Oh, das mit der Zweihandaxt sieht auch sehr cool aus. Vielleicht wechseln wir dann nach dem nächsten Gebiet von den Dolchen zurück auf die Zweihandaxt. Oder ich bereite die jetzt schon mal vor. Ich glaube, das mache ich noch schnell. Und gleich noch eine Stufe schöner. Wow. Die Grabaxt auch noch. Wobei, die hatte schon ihr letztes Aussehen. Und dann werten wir die auch so noch auf. Oh, die machen auch sehr viel Schaden. Ach du meine Güte. 126. Der Knochenbeißer, den haben wir ganz am Anfang gefunden. In welchem Verhältnis steht das zu dem Schwert? 127 und 111. Wow. Aber ich würde sagen, wir testen erstmal die Dolche eine Weile. Und noch in die andere Hand den anderen. Und dann brechen wir auf nach East 6. Ja, ich glaube, von London geht das ganz gut. Dann werde ich einmal die Schnellreise benutzen und dann brechen wir von dort auf. So, dann sind wir schon im Wald von Eppingnah. Ich weiß nicht, ist das schon East 6? Ja, sieht ganz so aus und da drüben würde ein Eiferer schon patrouillieren. Ha, ich weiß nicht, ob wir uns schon an den ranwagen. Dazu habe ich jetzt einfach mit den Dolchen noch gar nicht so gekämpft. Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen erst vertraut machen mit den Waffen. Hier ist zumindest Erz. Das kriegen wir mit den Dolchen kaputt. Und bringt dem Herrchen ein Vermögen ein. Oh nein. Feines Mädchen bist du, Rüffelinchen. Der Ebermeister mit einem Wildschwein. Vorsichtig, ganz langsam. Es guckt uns schon so fies an. Hallo, guter Mann. Ist das dein Wildschwein? Nettes Schwein. Schwein, du Banause! Rüffelinchen ist mehr als nur ein Schwein. Sie ist einzigartig und die schönste weit und breit. Soll ich euch zwei lieber alleine lassen? Bitte gerne. Nur nicht aus den Gründen, die du andeutest. Du verwirrst ihre zarte Nase mit deinem modrigen Geruch. Manche mögen meinen Geruch. Also ist sie ein Pilzschwein? Ich hörte von solch seltenen Tieren. Pilze! Pff. Sie erschnüffelt Schätze. Schätze? Der Eppinger Wald ist voll davon. Und Rüffelinchen findet sie. Ah, sie hat eine Fährte. Komm, ich zeig's dir. Okay. So ist es gut, meine Liebe. Finde Reichtümer für uns und du wirst die süßesten Beeren zu Abend essen. Ja, das will ich sehen. Ich habe das Gefühl, das Ding wird uns am Ende einfach umrennen. Was hast du gefunden, Rüffelinchen? Hier?
Na dann, lass sehen. Boah, noch mehr olle Socken. Räuber lassen sie herumliegen und sie wird von diesem gottlosen Gestank angezogen. Vergebene Liebesmüh. Ich lege mich hin. Wenn Rüffelinchen wegrennt, folge ihr bitte, ja? Was sie findet, teilen wir. Socken kannst du behalten. Mhm. Ein nasser Schuh. Lauf, Rüffel! Finde etwas Schweres und Teures! Das findet Ava gut. Oh je. Ich hoffe, hier gibt es keine Fallen im Eppinger Wald. Hier also. Ja, gute Ausbeute. Schön, Rüffelinchen. Du bist wirklich die Beste. Eine Puppe. Los, Rüffelinchen. Renn, als wäre der Fenriswolf hinter dir her. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, mit so einem Wildschwein rumzutollen. Aber hier ist noch irgendwas. Okay. Du könntest es mit Gullinburst dir aufnehmen, Freyas goldenem Eber. Wurdest du auch von Zwergen erschaffen? Was täte ich nicht für ein Tier, das so klug ist wie du? Eine heilige Kugel. Oh, hier ist anscheinend ein Spieler gestorben. Aha, die wollen das Schwein haben. Na dann. Test mir doch gleich mal die Dolche. Oh. Sehr schnell auf jeden Fall. Ihr dürft leider nicht an das Schwein. Hätte ich auch nicht gesagt, aber es steht unter meinem Schutz. Na los. Wow. Das geht richtig gut. Beschütze dich, Rüffelinchen. So, mein Schätzchen. Diese stinkenden Schurken behelligen dich nicht mehr. Hm? Wow, die gefallen mir auch richtig gut. Was haben wir hier? Ein paar Blumen. Der Eber mit der goldenen Nase. Unser erstes Rätsel. Diese Wunde sollte schmerzlich sein und langsam töten. Sicher war es eine Räuberbande. Genau, und die haben wir schon ausgeschaltet. Und du warst dafür verantwortlich. Sehr gut. Noch ein paar Bonus-EP. Und damit auch zwei weitere Fertigkeitspunkte. Fängt doch schon mal nicht schlecht an hier. Oder gibt es noch mehr? Oh. Den hier hätten wir fast vergessen. Dein Tod wurde gerecht. Ruhe in Frieden. Vielleicht gibt es jetzt auch noch eine schöne Rune für uns. Nee. Na schön, dann sollten wir uns erstmal vielleicht hier aufmachen, diese Schätze einsammeln und zu dem Aussichtspunkt. Der Eiferer scheint auch ziemlich weit zu patrouillieren. Aber wenn wir auch mit
dem so leichtes Spiel haben, wenn wir mit den Dolchen kämpfen. Das wäre schon interessant, das herauszufinden. Aber ich glaube, bei denen kommt es halt auch wirklich auf die Waffe an, die die selbst benutzen. Oh je. Das habe ich gesehen und die Chance musste ich einfach ergreifen. Vor allem, dass die so gestunt wirken, das hätte ich nicht erwartet mit den Dolchen. Der zieht sich schon zurück, weil er Angst hat. Okay. Sehr gut. Also sollten wir noch dieses Lager infiltrieren. Ich glaube, dafür reicht uns leider die Zeit nicht mehr. Aber dann machen wir hier einfach in der nächsten Folge weiter. Es war auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.